Zeit und heute habe ich mal wieder was auf dem Tisch, was seltsam ist. Eigentlich war meine Aufgabe relativ einfach. Ich wollte Feuer, aber ohne Feuer. Ja, virtuelle Flamme. Die Sache ist, ich habe meistens nur RGB-Zeug hier rumliegen und mit RGB kann man so orange-gelb relativ schwer mischen. Von daher war ich auf der Suche nach passenden LEDs. Hab aber was ganz anderes gefunden, nämlich das hier. Das ist eine virtuelle Flamme als fertiges Board. Okay, war nicht teuer, also mal mitbestellt. Gucken wir mal, was das Ding so macht und wie es funktioniert. Wie wir sehen können, hier Komplett-Set. Es ist sogar ein Taster mit dabei, der auf einer Seite angelötet ist und auf der anderen nicht. Okay. Und neben dem Board selber hier auch noch eine Anleitung und was auch immer das hier ist. Ist das NFC-Sticker? Nee. Nee, es sind einfach nur durchsichtige Sticker. Na gut, wie ihr eventuell schon gesehen habt, das hier kann sich so ein bisschen biegen. Das ist ein Flex-PCB. Das heißt also irgendein, ich glaube, Polyamid oder sowas ist das, wo dann die entsprechenden Leiterbahnen drauf sind. Entsprechend dann flexibel im Gegensatz zu den normalen PCBs, die man kennt. Die hier sind inzwischen auch relativ bekannt, kann man überall kaufen. Das natürlich nicht zu sehr biegen, die Bauteile, die drauf sind, die sind dann nicht flexibel. Die fliegen dann irgendwann ab. Aber ja, soweit ich das verstanden habe, ist die Idee, dass man das hier so rollt und dann so zusammenlötet hier an diesen Punkten. Und dann hat man hier eine virtuelle Kerze, sage ich mal. Also auf jeden Fall das, was ich verstanden habe. Der Schalter, der kann wahrscheinlich zwischen verschiedenen Modi umstellen. Und was hier auch noch mit drin ist, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte am Anfang. Wir haben hier B+, B-, 5 Volt plus minus. Hier ist ein kompletter Lithium-Akku-Ladegerät-Gedönses dabei. Okay, gut. Gucken wir mal in die Anleitung, was denn hier so drin steht. 51 LEDs, Flexible Circuit Board, yo, yo, yo. Solar Panel Voltage, okay, es ist also für Solar auch noch bitte gedacht. 5 bis 6 Volt, unter 5 Watt, okay. Lightning Mode, 3 Gears, Simulated Flame, Flashing, Normally Without Flashing oder Breathing, okay. Das heißt also einmal der Flammeneffekt, dann einfach an und die ganze Zeit hoch und runter dimmend. Das sind die drei Modi, die das Ganze kann. Und ja, wie hier schon erklärt, geht das Ganze dann mit diesem Flex und dann einrollen. Dafür sind aber wohl auch die Sticker. Okay. Ich würde sagen, wir geben einfach mal 5 Volt drauf und gucken, ob sowas passiert oder ob wir tatsächlich erst den Schalter dran machen müssen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir sehen direkt schon mal, dass da etwas rumflackert. So, 5 Volt, das klingt gut. Schauen wir mal. Ja, so. Und? Nichts passiert. Das ist nervig. Na gut, dann suche ich mir wohl oder übel mal etwas, um hier den Schalter zu simulieren. Wobei, ne, wir machen gerade mit dem Schraubendreher, das müsste eigentlich bestimmt irgendwie gehen. Dann gucken wir nochmal, ob wir es ans Laufen kriegen. Und insbesondere dann natürlich auch, was wir für LEDs hier verbaut haben, denn das ist für mich das Interessantere. Denn, wie gesagt, ich... Wow, okay, da geht's. Da hatte ich eben nur keinen guten Kontakt. Das hier ist also jetzt der Flammeneffekt. Und ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt. Die Farben sind immer etwas schwierig. Aber das ist ein sehr intensives Orange. Und das sieht schon sehr feuerähnlich aus. Also das sind genau die LEDs, die ich vermutet hatte. Oder die ich gesucht habe für meinen Effekt. Wenn man hier auf meine Hand guckt. Das sieht schon sehr nach Flamme aus. Sieht natürlich auch schon hier, hier ist nicht jede LED einzeln angesteuert, das sind irgendwelche Gruppen, die da zusammenhängen, aber oh, der Effekt ist auf jeden Fall schon mal gut. Das hier ist jetzt also der Flammeneffekt, gucken wir mal gerade, ob wir die anderen noch durchkriegen. Das ist jetzt einfach Dauerleuchten, okay. Was zieht er eigentlich hier beim Dauerleuchten? Zieht er 225 mA bei 5 Volt, okay. Breathing müsste das nächste sein. Ja, der geht jetzt die ganze Zeit heller und dunkler. Auf der Kamera sieht man es sogar besser als auch im Auge. So, wenn die LEDs fast aus sind, sind wir etwa bei 4 mA, hatte ich mal kurz da gesehen.
Perfekt, jetzt sind wir ausgeschaltet. 3 mA, ja, knapp 3 mA bei 5 Volt. Wir haben hier eine sehr, sehr dunkle rote LED, die tatsächlich anzeigt, hey, gute Frage, zeigt es an, dass er laden will? Wahrscheinlich. Wobei, es ist nur eine 2-Pin, also die kann auch nur rot. Ja, gut. Und dann wieder zurück zum Flammeneffekt hier. Okay. Würde ich sagen, ich mache mal ein paar Fotos, dann gehen wir mal ein bisschen näher ran und ja, gucken mal, wie sie das gelöst haben. Okay, und gucken wir gerade hier mal nochmal auf die Elektronikseite. Viel haben wir ja nicht drauf. Wir haben den großen Chip hier, den U2, zwei kleine U1, U3 und den Q1 hier, plus dann ein bisschen Hühnerfutter, also ein paar Widerstände, ein paar Kondensatoren, die für uns großteils nicht relevant sind. Eine Sache ist allerdings relevant, und zwar sehen wir hier eine 0 und hier eine 0. Anscheinend hat man die hier als Brücken benutzt. Das ist also vermutlich nur ein Layer an entsprechenden Traces. Also nur eine Schicht mit Leiterbahnen. Und ja, wenn man dann Leiterbahnen über andere springen möchte, dann kann man hier 0 Ohm Widerstände benutzen. Eigentlich sind sie nicht 0 Ohm, aber nahe genug dran. Also ja, passt schon. Kann man dann so als Brücke benutzen. Und ja, Widerstände ist ja etwas, was ohnehin bestückt wird. Das heißt also, dafür hat man die Maschinen schon eingestellt. Deswegen nutzt man sowas und nicht eine Drahtbrücke. Ansonsten, zu den U's ist nicht viel zu sagen. Und zwar sind U3 und U1 identisch. Wenn man da von der Seite gucken, kann man nämlich schon erkennen, LTH7 steht da drauf. Und der LTH7, das entspricht einem LTC 4054. Das heißt also diesem hier, Standalone Linear Lithium Battery Charger with Thermal Regulation. Das Ding geht bis 800 mA hoch. Und wenn wir uns hier unten angucken, wir haben etwas für Batterie, für Charge, Ground, Stromversorgung und ein PROC. Über den PROC wird programmiert, wie viel da laufen soll. Mal gucken, wir haben hier einen Widerstand dahinter. 222, also 2,2 Kiloohm, ja, genau. Was können wir da noch ausrechnen, zumindest überschlagen. 1 geteilt durch 2200, also 2,2 Kilo. Und das Ganze mal 1000. Dann kommen wir auf ungefähr 450 mA, die da entsprechend zum Laden genutzt werden. Das ist also unser Ladestrom für den internen Akku, wenn wir einen anklemmen würden hier an B. Der zweite, der hängt einfach parallel. Der hier, der lädt nämlich über die 5 Volt die Batterie und der hier hinten, der ist für diesen Solareingang zuständig. Technisch gibt es da nicht wirklich groß Unterschiede. Auch hier, wenn wir gucken, wir haben daneben den 222, also selber Strom. Das heißt also, ja, einen wirklichen Unterschied, ob man einen 5 Volt oder Solar gibt, gibt es da anscheinend nicht wirklich. Was ich mir vorstellen könnte, ich habe es nicht ausprobiert, aber es kommt halt hin von den Bauteilen, dass man hier noch einen Spannungsteiler hat und der Mikrocontroller hier, der misst dann, wie viel Strom über die Solarzelle kommt und kann dann entsprechend die Lampe automatisch an- und ausschalten, je nachdem, ob es gerade hell oder dunkel ist. Deswegen hat man dann hier zwei verschiedene Eingänge. Ehrlich gesagt hätte ich das persönlich eher mit einem Schalter gelöst, wo man dann sagen kann, okay, ich möchte Automatik oder nicht und dann nur einen von diesen Chips hier, aber anscheinend sind diese diese Lade-ICs hier so günstig, dass es günstiger ist als ein Schalter. Okay, gut. Ja, ansonsten haben wir hier noch den Q1, auch der ein alter Bekannter. Und zwar A1SHB, das ist ein Transistor offensichtlich, ein SI2301 oder irgendwas in die Richtung zumindest. Das ist ein P-Channel MOSFET, also entsprechend etwas, womit man üblicherweise die positive Seite schaltet. Und wenn wir hier gucken, 2,4 Ampere, so um den Dreh rum sind wir da unterwegs. Und der wird entsprechend verbunden mit diesem L+, L-, mit dem man dann nochmal Sekundär-LEDs da hinten dran machen kann, die dann entsprechend auch zum Beispiel durch das Solar geschaltet werden. Das Einzige, was dann noch übrig bleibt, ist der U2, das Ding in der Mitte. Was es grob tut, wissen wir jetzt ja. Wir schalten entsprechend hier den Transistor. Wir haben hier diesen Spannungsteiler, der irgendwie hier reingeht für die Solarerkennung, also ist es gerade hell oder ist es dunkel?
Und die ganzen LEDs hier hinten, die hängen direkt da dran. Das heißt also, es muss intern da einen relativ starken Treiber für die Ausgänge geben. Denn ich könnte mir vorstellen, dass hier die LEDs in Gruppen drin sind. Und wenn wir dann eine Gruppe haben, wo dann zum Beispiel 5 LEDs drin sind, naja, 5 LEDs, sagen wir mal 5 mA für halbwegs brauchbare Helligkeit, dann sind wir bei was? 25 mA, vielleicht sogar 50. Und die über einen Pin zu treiben, naja, also bei vielen anderen Mikrocontrollern ist ein Pin meistens eher so im einstelligen Milliampere-Bereich. Also ich gehe davon aus, dass hier sogar eine Transistorstufe drin ist, die dann tatsächlich ein bisschen mehr Umf dahinter hat. Warum gehe ich davon aus? Naja, weil ich es nicht weiß. Ist wahrscheinlich nicht wirklich überraschend, aber tatsächlich, das Ding hat man komplett abgefräst oder es ist nichts draufgedruckt. Jedenfalls keine Bezeichnung, über die man da irgendwas sinnvoll rauskriegen könnte. Es ist halt irgendein Mikrocontroller. So wie ich die chinesischen Hersteller kenne, wird es wahrscheinlich irgendwie so ein STC Micro oder sowas sein, 8051 Klon oder sogar ein ASIC, der speziell eben für hier sowas gebaut ist. Aber naja, wir wissen halt nicht, was es ist, aber wir wissen immerhin, was es tut. Okay, schauen wir mal, ob wir hier rauskriegen, wie sie das Ganze verschaltet haben. Die LEDs scheinen ja irgendwie hintereinander gemacht zu sein. Das heißt, wir holen uns mal hier eine Spannung und geben die mal hier drauf. Warte mal gucken, plus minus, müsste so rum sein. Okay, da leuchtet was. Nicht stark, aber ich denke, man sieht's. Scheint irgendwie noch sehr viel Flussmittel zu sein. Ah, da. Okay, also die hier sind alle in einer Gruppe. Mal gucken, ob wir das ein bisschen heller hinbekommen. Ja, Spannung mal etwas hoch. Jetzt müsste es besser funktionieren, ja. Wunderschön. Also das hier ist unsere erste Gruppe. Die können alle nur zusammen eingeschaltet werden. Das sind 2, 4, 6 LEDs. Okay. Dann gehe ich davon aus, dass hier wieder 6 LEDs im... Okay, es sind 6 LEDs. Das schon, aber nicht da, wo ich erwartet habe. Denn ich hätte jetzt hier unten die noch erwartet. Was machen die denn dann? Okay, das sind nur 3 LEDs, die zusammengeschaltet sind. Okay, die hatten wir. Die hier hing, glaube ich, damit dran. Okay, dann sind das hier die. Okay, hier oben sieht es wieder anders aus. Hier haben wir wieder Dreiergruppen. Wahrscheinlich, weil man die Spitze da etwas genauer haben möchte. Dann werden die drei auf der Spitze noch eine separate Gruppe sein. Okay. Das sind also die einzelnen Stellen, die er separat ansteuern kann. Es gibt, wie wir gesehen haben, keine Transistoren dafür. Das geht direkt auf diesen IC. Und was wir hier dann noch haben, ist das Batterieladegerät. Hier unten wahrscheinlich. Hier oben, na, gute Frage. Wahrscheinlich nochmal ein Spannungsregler für Solar. Und entsprechend hier der Q. Der würde ich davon ausgehen, hier L plus, L minus. Da kann man noch externe LEDs dran klemmen, dass die da drüber laufen. Okay. So, und das ist jetzt das Ding, was ich da gefunden habe. Hier dieses Board, was eigentlich gebaut wird für Kerzen. Interessant, dass man die einzeln kaufen kann. Die gibt es natürlich in 1000 Bauformen. Das hier ist jetzt eine von vielen. Und ich muss sagen, gefällt mir so bisher. Die orangen LEDs sehen ganz gut aus wie Feuer. Also das geht in die richtige Richtung. Darum ging es mir ja hauptsächlich, wie gesagt, diese LEDs. Das ist jetzt nichts, was ich normalerweise rumliegen habe. Deswegen musste ich mir da eh was kaufen. Und ja... Effekt sieht aktuell gut aus. Ich denke, Boards hier aus der Ecke, die sowas machen, die sind eine ganz gute Basis, wenn man halt so einen Feuereffekt irgendwo haben möchte, ohne halt das Risiko, wirklich ein offenes Feuer zu veranstalten. Und ich werde das hier auf jeden Fall dann mal in dem Projekt ausprobieren. Sieht aktuell so aus, als ob das ganz gut funktioniert. Wie gut es klappt, das wird sich dann auch zeigen. Das wird wahrscheinlich dann irgendwie in einem separaten Video mal landen. Aber ich bin relativ guter Hoffnung, dass es da auch das tut, was es soll.